Willkommen zurück. Wir haben eine neue Quest angenommen und ich muss gerade mal gucken, wo das ist. Sie hat gesagt, im Osten ein Haus. Das ist da hinten. Das ist gar nicht so nah, wie ich jetzt gedacht habe. Das ist ja schon fast bei Niederwirr. Warum steht sie bei Lindenthal rum? Egal, ich würde sagen, das ist ein Fall für Plötze. Und demnächst muss ich mal wieder zum Barbier. Mein Bart ist schon wieder so gewachsen. Go, go. Ich überlege nur, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir unten rum die Straße nehmen. Als wenn ich jetzt wieder querfeldein durch den Wald galoppieren möchte und wieder bei jedem Baum hängen bleibe. So, hier, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen besser. Da können wir auch mal galoppieren. Die freie Fläche nutzen. Und erstmal Abstand gewinnen, bevor das Pferd in Panik gerät. Ah, falsch. Das ist irgendwie nicht richtig ausgewählt. Da komme ich ja gerade recht. Gut, dass ich die Hauptstraße genommen habe. Gerd Borel. Ziehen wir ihn mal raus. Thank you for not leaving me there. Seems luck's with me at times after all. Luck? Guess things could be worse. You get infected recently? That why you haul corpses? What? No, it's me job. Well paid too. Thing is, you're not a witcher or a mage, so you're not immune. I'm no foul mutant, thank the gods. But no worries, eh? It's just, well, no illness ever holds me. Ein widerlicher Mutant hat dich gerade gerettet. Vielleicht solltest du auf deine Ausdrucksweise achten. Gonna need a new cart. Gotta burn this one soon. Can't I just bury the stiff somewhere near? Cart's still fit for fixing. Anyone learns you carried plague victims in it, no one will ever hire you again. Why would they need to learn? I won't tell if you don't. And you'll spread the pox for miles around. Oh, needs must, I suppose. Got anything to start a fire with? Ja. Zeug ist nicht zu spaßen. Es kann ganz übel ausgehen. Well, well, lit up like a bale of straw. Am I ever lucky I ran into ye? Thanks for your help and wise counsel. Here's some more. Go home, burn those clothes, and scrub yourself thoroughly. Yo, sure, sure, but I'll tell you true, no blight could touch me. Sure hope so. Farewell. Berühmte letzte Worte. Fuck it, all that stinks. Gefahren, gut. Lag da vielleicht trotzdem irgendwie Beute oder so mit rum? Nee, ne? Er hatte außer Leichen nichts dabei. Na gut. Wir haben der ganzen Menschheit hier einen Gefallen getan, diese Pest. Gleich weiter einzudämmen. Muss als Belohnung reichen. Diese Mühle da vorne kommt mir bekannt vor. Sind wir da schon mal vorbei oder so? Habe ich, glaube ich, schon mal von Weitem gesehen. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Okay. Ich würde ja mit dir reden, wenn du stehen bleibst. Okay, du bist nicht derjenige mit dem Quest.
that's gone and took me, you Golder. Help! Quite the banquet. Where'd you get all the meat? Found porkers wambling all about, so we roasted one of them. What a bite. Plenty to go round. Gladly. Hires, cut the gentleman a slice of pig. No, I won't stand for it. They done roasted your Golder, the Wavaks. Him again. You want another bannikin? What's this about? They slaughtered your Golder. Cooked her up. Wazaks! Same old song. Nothing doing. Gotta wallop him. Caius, Jacob, grab him! Nay, shan't be. Help! Staying out of this. For the love, help! They'll kill me like they did your Golder. Get him, boys! Kriege ich was vom Schwein ab jetzt? Verdammt. Ich habe ausnahmsweise mal die tapfere Entscheidung getroffen. Weil das wäre sonst wieder gewesen, ich werde wahrscheinlich 3 töten müssen, um einen zu retten. Ich will mich gerade nur umsehen, ob es hier sonst noch was gibt. Looks like rain. Ja. Sieht nach Regen aus, immer. Kann ich da rein? Abgeschlossen. Weil, seien wir mal ehrlich, im Endeffekt, das ist ja auch echt nicht mein Bier hier, wenn sie sich über so ein Schwein streiten. Auch wenn sie das mit Sicherheit zu Unrecht geschlachtet haben. Die Hütte sieht irgendwie witzig aus, diese Steinhütten. Öfen oder was auch immer das sind. Ich will die Fackel erzählen. Mit dem Wetter. Lebt hier sonst noch irgendwer oder irgendwie, hier gibt's ja noch mehr Schweine. Was hat er denn so für ein Problem gehabt, nur weil es ein Schwein sein, keine Ahnung, Lieblingsschwein war oder was? Ich bin ja auf den Aufschrei gespannt. Weil ich jetzt diese Banditen verschont habe. Die haben das ganze Dorf gemetzelt. Hättest du niemals tun sollen. Die haben es verdient. Irgendwas wird sein. Ich wollte einfach mal eine andere Entscheidung treffen. Servierplatte. Oh ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Dorf vorher schon so übel aussah. Okay, so, wollen wir mal wieder, Sackgasse. Auf die Straße zurück, die uns zur Quest führt. Ja gut, ich kann jetzt auch gerade außen rum gehen, ich würde aber gerne wieder auf die Straße hier zurück. Oder auf die andere, auf die große. Kann ich aber auch machen. Reiten wir noch ein Stück auf der großen Straße entlang. Ups. Ertrunkene. Nicht Neblinge. Neckar.
Sind die nicht normalerweise ein bisschen mehr im Wald drin? Direkt so an der Straße. Frechheit. Moment, die sollte ich vielleicht doch looten, weil die haben öfter mal Mutagene dabei. Na, gib mir, gib mir, gib mir. Grünes. Okay, ich höre da oben irgendwie noch welche. Wo bist du denn? Ich hab dich doch gehört, nur nicht abstürzen. Ein Hase. Das war, wenn ich euch gehört habe, oder? Hä? Können wir da runter, ohne uns das Genick zu brechen? Das wäre herzallerliebst. Hat uns gar nicht gemerkt, haha. Dummer Necker. Und das war's. Auf die Plätze und weiter geht's. Faster. Kurze Orientierung nochmal. Ich wollte die Hauptstraße dann runter. Genau, vorne rechts und dann nochmal rechts. Hauptstraße halt, in Anführungsstrichen. Die etwas breitere Straße hier. Versteckter Schatz. Hätten wir nämlich sonst jetzt auch nicht gefunden. Okay. Ghoul und Art ist keine so gute Kombination. Necker und Art schon. Machen wir gleich wieder Igni. So, wo haben wir es denn? Ist das dieser eine Eingang da eben gewesen? Moment, da ist noch ein... Ach, ein Ghoul. Bist du tot? Ja. Ach nö, lass meine Plätze in Ruhe. Was? Okay. So, irgendwie, Moment. Hier ist alles kaputt. Ein bisschen was gibt's aber auch in den Trümmern hier noch. Axi, Leder und da hinten. Rubin und Asche. Leichen flattern. Fies, wie immer. Das war aber noch nicht der versteckte Schatz. War denn diese Luke, die ich eben noch gesehen habe? Komme ich denn da irgendwie rein? Nein? Doch, da kommt man rein. Ja. Also. Einmal runter Kugel. Ein Schatztronschlüssel, eine zerknüllte Notiz. Inventar, Notizen.
Es sind Soldaten gekommen. Ich weiß nicht, ob es unsere oder ihre sind. Es ist mir auch egal. Ich hörte sie auf der Straße heranreiten. Ich versteckte mich. Ich vernagelte die Tür. Vielleicht hält sie das ab. Sie verbrachten die Nacht, mordeten und vergewaltigten. Ich habe durch die Risse in der Wand genug mit angesehen. Musste mir den in den... Aha, ich kann euch nicht lesen. Musste mir in den Finger beißen, bis auf den Knochen. Autsch, damit ich nicht schreie. Weiß nicht, ob ich sonst noch jemanden versteckt hat. Vielleicht nicht. Ich sah, wie sie Antos erwischten. Der hatte sich bei den Feldern versteckt. Sie schlugen ihn tot. Sie haben mich gehört. Sie wissen, dass ich hier drinnen bin. Ich habe nicht aufgemacht, als sie an der Tür schlugen. Ich dachte, diese räuchern mich aus, wie die, die sich in der Kornkammer versteckt hatten. Dann sind sie auf die Pferde gesprungen und davon geritten. Jetzt ist es still. Man hört nur die Fliegen bei den Leichen. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen und das Fenster mich rauszugraben, ein Loch in der Wand oder das Dach zu kriegen. Nichts zu machen. Ich hörte die Leute, die die Leichen geflattert haben. So böse Leute wie wir eben. Ich weiß nicht, was es bei den außer schmutzigen Hemden und Fußlappen noch zu holen gibt. Asche. Und Rubine. Ich rief um Hilfe. Sie reagierten jetzt, nicht jetzt. Kommen nur noch die Ghule. Ja, das Schicksal so vieler hier im Krieg. Aber wo ist jetzt der Schlüssel dazu? Das ist die Frage. Ich habe noch keine Kiste oder sowas gesehen. Ich komme nicht raus. Komm hier gar nicht dran. Ich bin zu groß. Hier noch irgendwas nicht. Wozu ist der Schlüssel? Heißer Honig, heißer Honig. Noch mehr Honig. Brauche ich hier nicht. Noch mehr Honig. Ach Gottchen. Harz. Bernstein. Nett. Weiß zwar noch nicht, ob man damit was anfangen kann, aber ich nehm's. So, ja, keine Ahnung. Wozu der Schlüssel jetzt war. Der Rest der Häuser scheint mir ja doch sehr verfallen zu sein. Da gibt's überall nichts mehr. Ja, da bin ich zu klein für. Da komme ich nicht ran. Unten habe ich nichts gesehen. Na gut. Armbrust können wir noch nicht benutzen. Ich habe ein Meister-Rüstungsreparatur-Kit. Ach, falsch. Okay. Die Armbrust ist ja auch Schatz genug. Vielleicht war es das auch. Vielleicht war irgendwas abgeschlossen davon, was ich da auf die Schnelle aufgenommen habe. Ich habe keine Ahnung. So, wollte ich jetzt diese Straße darunter? War das richtig? Ja, das ist genau die Straße. Im Galopp. Im Galopp. Moment, wieso habe ich da jetzt schon wieder eine Abzweigung? Die habe ich eben ausgeblendet. Geistig, wie auch immer.
Ich sollte sowas nicht ausblenden. Das weiß ich nämlich dann auf der Minikarte nicht mehr, wo ich eigentlich lang wollte. So viel zum Galopp. Jetzt im Galopp. Uah. Ich will wieder Sonnenschein. Ich habe genug Regenwetter gehabt. Da ist das Rückanwesen. Sogar mit einer Schnellreise. Blödsinn stellen wir lieber am Anfang ab. Er greift auch schon die Flucht. Was sollte das? Ich glaube, Blödsinn wollte einfach irgendwie im Trockenen stehen oder so. Gut, du bleibst dann da, alles ist gut, da darfst du auch rumstehen. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit dem Fall des Hauses Rücker. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.